Und jetzt kommen wir zu Danny Williams. Danny Williams spielt für den Premier League Club deiner Wahl. Ganz cool. Wir können uns also das Team aussuchen. Bei jedem Verein gibt es unterschiedliche Erwartungen und Belohnungen. Bei einigen Clubs ist der Sprung in die Startelf unter Umständen leichter, dafür können Gehälter und Boni jedoch niedriger liegen. Wähle den Premier League Verein, bei dem Danny Williams unterschreiben soll. Oh, cool. Ich hoffe, wir können tatsächlich alle aussuchen, alle Teams. Ich bin ja momentan so ein starker Liverpool-Fan, auch wegen Jürgen Klopp mag ich die Mannschaft sehr. Aber ich würde mal sagen, wir gucken uns einfach mal die Daten an. Hier hätten wir bei Brighton ein Wochengehalt von 2050. Okay, den Bonus, den haben wir auch relativ gering. Ich guck mal, wie es bei Arsenal aussieht. Ein höheres Wochengehalt. Hier haben wir auch einen Startelf-Bonus, einen Torbonus, Vereinszielbonus und Pokalbonus. Okay, dafür steigt aber auch die Trainererwartung. Im Vergleich hier zu Crystal Palace 6,5 Trainerwertung, die müssen wir da haben. Und hier haben wir schon 8,5. Bei Chelsea haben wir 3.100. Haben wir auch einen Startelf- und Torbonus. Und ich guck mal bei Liverpool. Liverpool sind 2.600 Kröten. Dafür aber auch einen höheren Startelf-Bonus. Erzielte Tore-Bonus ist gleich. Vereinsziel ist sogar höher und der Pokalerfolg, der ist niedriger. Die Wertung ist identisch. Ich gucke nochmal zum Vergleich bei Manchester City. Da haben wir ein höheres Gehalt. Startelf-Bonus, erzielte Tore ist ein bisschen höher. Da legt man schon ordentlich auf den Tisch. Aber ich würde mal sagen, wir starten bei Liverpool. Ich habe Bock auf Liverpool. Ich mag Liverpool sehr gerne. Und ich würde mal sagen, wir starten hier. Und er kommt natürlich zu spät zum Training. You know what's worse than being late for training? Slipping on a wet floor and ending your season. Michael, why are you late anyway? Well, I just came from a meeting with Roger about investment opportunities and, you know, you gotta speculate to accumulate and all that and everything. Right. What are you doing here? Well, I had some meetings of my own. About my number one client. Your only client, you mean? But you saved the best to last, didn't you? That's what you did. Right, so what is it? Because I've got to get to training, or really have. Butler's going to kill me if I'm late. Danny, I know last season wasn't quite how we planned it. Doesn't mean to say you're not a good player. Just, well, it takes time to work. What are you trying to say, Michael? Truth is, the club's in two minds about you. Okay, also er übernimmt tatsächlich in jedem Dialog die Vorgeschichte, also dem Ergebnis aus FIFA 18, wie wir da abgeschnitten haben. Und Danny Williams, scheiße, wir müssen uns entscheiden. Ich bin The Williams, das wird meine Saison. Wir sind mal sehr optimistisch, auch lässig. Wir kennen Williams ja nicht anders. That's the spirit. Starting with pre-season, am I right? Go and show this club you're indispensable. And remember, you're my number one client. Und auch der einzige. Danny? Yeah, what? Training? Oh! Butler's gonna have my head! Also Danny war noch nie ein. War noch nie ein Vorzeigespieler. Und Michael ja sowieso nicht als Spielerberater. Die beiden passen schon gut zusammen. It's a lovely day at the office, chaps. Let's get some work done. Okay, wir sind als Wechselspieler einkategorisiert. Und ich würde mal sagen, schau mal, was heute auf uns wartet. Eine Trainingseinheit. Training starten, 5 gewinnt. Das Team, das zuerst 5 Tore erzielt, gewinnt. Tipp: Versuche zu deinen Mitspielern zu passen, um Torchancen herauszuholen. Das machen wir. Und ich muss gerade mal den. Ah, ich glaube, wir können den FIFA-Trainer noch nicht ausschalten. Müssen wir nachher mal ein Menü machen, weil der geht mir ein bisschen auf den Sack. Und was für ein Glückstor. Weil der geht mir ein bisschen minimal auf die Nerven, der FIFA-Trainer. So, komm. Kann die so schlecht unterscheiden wegen der Leibchen. Und da wieder ein Glückstor. 2-0. Unser Team gewinnt.
5 Tore brauchen wir. Und da zieht er einfach ab. Richtiges, billiges Tor. Macht nicht so Traumtore wie wir. Und da ist das Ding drin. 3:1. Sollten wir auf jeden Fall schaffen. Komm schon, komm. Komm, 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 komm. Hier drauf. Okay, ganz entspannt. Komm, der steht unten frei. Och, da geht er nicht zum Ball. Ah, da schlänzt er ihn ganz easy vorbei. Komm! Oh! Den kriegt er nicht mehr, scheiße. Ah, und hier Roberto Firmino zeigt mal ein bisschen, was er drauf hat. Müssen wir direkt mal umpumpen dafür. Für seine Trickserei. Und dann macht das wieder mal eine kurze Blutgrätsche, um zu zeigen, wer hier der Boss auf dem Platz ist. Und Mané macht jetzt auch, fängt jetzt auch damit an, um es einfach zu signalisieren, dass wir Pfeifen sind. Wieso hat er jetzt den Ball? Er hat doch daneben geschossen. Also dachte ich zumindest, dass er daneben geschossen hat. Ah, fuck. Den haben wir. Da pfeift der Foul. Wofür? Da ist doch die englische Liga, englische Härte. Ganz normal. Ganz normaler Zustand. Den haben wir. Komm, 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 komm. Nicht vertändeln. Und jetzt Gas hier. Jawohl, 4:2. Ganz easy. So, jetzt komm, jetzt machen wir das Ding quitt. Da machen wir das Ding quitt. Da ist es doch. 5:2 gewonnen. Wie angekündigt von Danny Williams. Er bringt das Team zum Sieg. Auch wenn er ein bisschen tollpatschig ist. Zu spät zum Training kommt. Aber direkt mal hier eine A-Wertung abkassiert. Sprintgeschwindigkeit ist natürlich nicht so hoch, weil er relativ groß ist. Ballkontrolle auch mittelmäßig, Dribbling auch eher mittelmäßig. Aber aufgrund unserer Leistung sind wir schon mal in der Startelf, sehr gut. Have we got a deal? Sweet! Sweet, yeah? I'll swing by with the paperwork to Salvo. Yeah, alright, sound. Bye. Bye bye, bye bye bye. You, my friend, are the new face of Macmillan's Fish and Chip Shops. Yeah, I've sorted you. All the fish and chips you can eat. 28 locations across England. Just call me the Don of Deals. You mean McMillan's? Yeah. McMillan's Fish and Chip Shop. Millie's, yeah. Like the place we used to eat every day. Yeah. Millie's? The very same. That is awesome! Yeah, and they're giving you a choice between a radio commercial and a photo shoot for ads in print. Like, you know how it is. Which will it be? Okay, also Danny Williams ist jetzt das neue Gesicht von einer Frittenbude. Also ihr müsst euch vorstellen, eure örtliche Frittenbude, wo ihr immer schön Pommes rot-weiß vertilgen geht. Wenn ihr jetzt ein Fußballstar wärt, seid ihr dann die neue Fresse von der Pommesbude. Also die abgeranzte Kaschemme, da seht ihr dann immer eure Fresse. Und jetzt haben wir hier eine schöne zentrale Entscheidung. Im Laufe ihres Journey-Abenteuers werden Charaktere mit wichtigen Entscheidungen konfrontiert. Manche Entscheidungen bestimmen über das Schicksal bestimmter Charaktere. Zentrale Entscheidungen lassen sich nicht rückgängig machen. Also überlege dir genau, wie du vorgehen möchtest. Ich bin gespannt. Eine wichtige Entscheidung, Radio oder Fotos? Ich würde sagen Fotos, da erkennt man auch unsere Fresse, da weiß man auch, wer wir sind, weil im Radio, manche können mit dem Namen Danny Williams nicht anfangen, die wissen nicht, wer er ist. Wer im Radio scheiß, also nehmen wir Fotos, damit unsere Fresse bekannt wird. You've got it, that's what I've always said, mate, get me in front of that camera. Hey, nice one. Hey, Adidas is next up, I'm telling you. Build up your reputation, few trophies, few more man of the matches, and the Williams will be a household name. Maybe that's Adidas now. Yeah, maybe it is. Danny boy, the pipes are calling. Oh, look, it's Roger the Dodger, business manager extraordinaire. It's Ringo, pal.
Oh yeah, my mistake, of course. Nobody has ever called you Ringo. You can't just make up your own nickname. It doesn't work like that. You what? It's what all the lads called me at school. When? When I was playing the drums? Hello? It's from... You played the triangle once in the school orchestra and you got that wrong. It was twice. So how is business? Actually, very good, Michael. Roger here has just got me a brand new endorsement. McMillan's Fish and Chips. We used to eat there all the time back in the day, didn't we, Roger? Yeah, we did. Ringo. Yeah, well, speaking of deals, I just got a meeting in the diary about your contract extension. Day of the last pre-season game. Right. So, play out your skin in the Far East, and we could be in business. No pressure, eh, pal? Your future depends on this, Danny. Jetzt kommen wir zu Alexander. Wir spielen tatsächlich erstmal alle Anfangsstories der Charaktere durch. Und erst Kim, dann jetzt Danny und jetzt kommen wir zu Alexander. Alexander spielt für den europäischen Spitzenclub deiner Wahl. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich die gespeicherten Daten aus FIFA 18 nicht mit übernehmen wollte. Da hatte ich ja zum Schluss bei The Journey bei Bayern unterschrieben. Ich wollte jetzt, dass wir da nochmal von neu starten und uns einen anderen europäischen Verein aussuchen. Wir hatten eine Wertung von 83, jetzt haben wir eine Wertung von 80, weil die auch zurückgesetzt wurde. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns mal an, bei welchem Verein wir unterschreiben. Uns werden tatsächlich nur drei angeboten. Ein Wochengehalt von 27.000 bei Atletico Madrid und bei Diego Simeone, den ich persönlich zum Kotzen finde. Ich finde diesen Kerl sowas von abartig. Dann haben wir noch Bayern München. Hier ist kein Trainer zu sehen. Okay, kein bekannter Trainer. Wir hätten hier ein Wochengehalt von 28.000 Tacken. Bei Paris Saint-Germain ist man ein bisschen geizig. Da würden wir nur 25.000 Tacken verdienen. Dafür kriegt man für erzielte Tore 1.150 Kröten. Und Startelfbonus 2.250 bei Atletico Madrid. Ich würde sagen, wir bleiben dann bei Bayern. Hätte ich auch die alten Daten theoretisch mit übernehmen können. Ich würde mal sagen, wir unterschreiben bei Bayern und schauen mal, wie da die Saison verläuft. Won't be the same around here without Dino. I trust we're all feeling rested and are ready to work. Because today, we train hard. Okay, hier kennen wir noch die altbekannte Leiste aus FIFA 18. Die Leiste variiert natürlich nach unseren Leistungen im Training. Wir sind aktuell ganz knapp in der Startelf. Wechselspieler möchten wir natürlich nicht sein. Wir möchten natürlich weiterspielen. Und wir versuchen mal unser Glück und versuchen unsere Leiste hochzuhalten, dass wir auch in der Startelf bleiben. Okay, wir spielen ein 11 gegen 11. Ganz normales Trainingsspiel und ich schaue mal gerade, ob wir jetzt hier den FIFA-Trainer ausstellen können, der mir richtig auf der R geht. Den können wir tatsächlich jetzt hier, doch, den können wir ausschalten, ausblenden. Furchtbar. Perfekt. So. Alles klar. Auch hier wieder gelbe Leibchen und orangene Leibchen. Ich kann die fast gar nicht unterscheiden. Wir spielen hier aber mit der kompletten Mannschaft, was relativ entspannt ist. Nicht nur mit Alexander in dieser Pro-Einstellung. Und der Pass kommt gut an zu Kingsley Coman. Und oh Gott. Wir müssen uns hier ein bisschen pushen. Wir
Da zieht Robben lang. Der kann nur nach innen ziehen mit seinem linken Fuß. Den haben wir aber schön von Bernard. Fuck. Ja, du sagst. Ja, den haben wir schön rausgeholt. Abstoß für den Torwart. Ulrich steht bei uns in der Bude. Und das mit den Leibchen ist echt ätzend. Man kann die echt kaum unterscheiden. Komm, Coman, der ist relativ schnell. Sollten wir jetzt die Flanke zu Alexander schlagen? Oh, keine Chance gegen Boateng. Der ist auch mal drei Köpfe größer als wir. Also da eine Flanke zu schlagen, dass die dann auch noch ankommt, war relativ unwahrscheinlich. Und hier Mai, wir können es mal versuchen. Boah, ich dachte, der senkt sich noch und würde reingehen. Knappes Ding auf jeden Fall. Direkt Druck hier. Wir brauchen eine bessere Bewertung. Wir haben aktuell 6,1. Nicht die beste Wertung. Aber sollte sich jetzt ändern, sobald wir eine Bude schießen. Und da kommt der Pass auf Coman. Der hatte sich gerade angeboten. Legen direkt zurück in die Mitte und... Oh, Goretzka. Hätte er jetzt Schuhgröße 58, wäre eventuell noch mit der Picke an die Pille gekommen. Ah, die Leibchen, die sind echt schwer zu unterscheiden. Der einzige, den ich ständig sehe, ist Alexander wegen dem gelben Stern auf dem Deckel. Und was für ein schlechter Querpass. Ein richtig schlechter Querpass. Der kann natürlich gar nicht ankommen. Scheiße, komm, 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 hier, Druck. Komm raus jetzt. Sauber. Hat Ulrich safe. Und wir können Müller anspielen. Der zeigt an. Was? Das war doch kein Abseits. Was? Es war nie und immer Abseits. Auf keinen Fall. Ja, komm, anbieten. Coman, den können wir ruhig schnell anspielen. Der ist sowas von schnell. Da kommt die Pille auch an. Der sollte ankommen. Oh. Und die nächste Ecke. Gucken, ob wir uns lösen können von Boateng, der relativ groß ist. Verpiss dich. Das ist bestimmt hier Franz Beckenbauer, der Schiedsrichter. Der kommt nicht an. Das war eine schlechte Flanke, die kommt auf keinen Fall an. Kleine Show-Einlage. Franck Ribéry ist im Gegnerteam, der ist aber auch nicht so schnell, den kriegen wir. Schön getackelt. Den haben wir safe. Schön gesaved von Ulrich. Schlechter Pass von Coman hier. Komm drauf da. Sauber. Alexander, komm, biete dich an. Kein Abseits. Den legen wir mal quer zu Thomas Müller. Und da ist das Ding. Komm, da ist das Ding. Geile Vorlage. Schön quergelegt zu Thomas Müller. Und der haut die Pille einfach nur noch ins Kreuz. Sehr geiles Tor, aber auch eine geile Vorlage. Schön quergelegt. Von Alexander und haben wir die Wertung von 8,0. Wenigstens etwas, aber eine Bude müssen wir auf jeden Fall machen. Der war gefährlich. Den haben wir safe. Komm schon. Komm jetzt hier, Druck. Okay, da ist keiner zum Anspielen. Raus da. Ah, der nimmt den nicht an. Oh Gott. Komm drauf da, Mensch. Da kommt nix. Da kommt nix. Drauf, 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 drauf. Hallo. Gefährliches Ding, gefährliches Ding. Wir können froh sein, dass sie das so verdatteln. Sonst wäre er wahrscheinlich reingegangen. So, komm. Mal querlegen und jetzt komm, biete dich an. Zieh durch, sauber. Ah, der ist zu langsam. Der ist zu langsam, Alexander ist zu langsam. Also jetzt nicht wirklich langsam, aber in dem Fall war er zu langsam. Zur Halbzeit 1:0 ist eine, ja, ist eine gute Wertung. Trainerfeedback, beeindruckende Übersicht bei den steilen Pässen, die war gut, die war sensationell.